mein Leben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute The Bit More No Zero, ein Z-Techniken-Game. Das ist schon eine Weile draußen, aber ich hatte es immer noch auf dem Rechner und bin, wie das so oft ist, nicht dazu gekommen. Kennt ihr das? Wenn euch zig Leute sagen, dass du gut aussiehst und du guckst dich an, kommst dir voll fremd vor. So geht mir das mit rotem Lippenstift. Oder Lippenstift und ich sind, ich weiß, dass es gut aussieht, gerade zu den dunklen Haaren, den blauen Augen, aber irgendwie kann ich mich an dieses Bild immer nicht gewöhnen. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass der Stuhl fett macht. Guck mal. Meine Taille ist hier. Weil der so komplett schwarz ist. Das habe ich vorher nie so gesehen, weil mein anderer Sessel ja rot war. Da ist die Taille. Das sind die Rippen. Das ist der Rest. Ja, und gut. Lässt sich nicht ändern. Wir spielen wohl eine Frau, die im Auto unterwegs ist und im Wald liegen bleibt. So der Klassiker für Horror-Games. Ich würde mal sagen, wir gehen rein. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, dass ich wie immer alle eure Kommentare lese. Ihr seht das ja auch darin, dass ich sie like und Herzen verteile. Also alles bei mir. Und wenn noch ein bisschen chaotisch ist, schaffe ich es einfach selten zu antworten. Mehr Glück haben die Leute unter euch, die mit mir Privatkontakt haben oder über Instagram. Da kann man die super toll Sprachnachrichten verschicken und da stelle ich euch gerne Rede und Antwort. Da könnt ihr euch mit mir unterhalten. Was geht nämlich schneller als elendig langes Tippen? Jetzt gehen wir rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oh, wieder einer dieser lieblichen Charaktere, aber ich liebe das ja. Ne? Aber es ist ausnahmsweise mein Mensch. Wing, wing. Was? Und Sandra? Mama sagt, ich kann kein Essen dafür, solange du nicht mit dem Bruder hier bist. Sie will, dass ich dir sage, dass du dich beeilst. Wusstest du, wie früh ich aufstehen musste, um das Ding zu kochen? Also will ich davon nichts hören. Nächstes Mal kann sie hier nach draußen kommen und es selber erledigen. Jetzt möchte sie, dass ich dir sage, dass du aufhören sollst zu schimpfen und gleichzeitig zu fahren. Sag du ihr, dass ich ihr den Bruder gleich selber serviere, wenn sie dich in den Mund hält. Shoot. Das war eben falsch übersetzt, das tut mir leid. Bist du okay? Nichts ist okay, Junge. Was stimmt mit dem Auto nicht? Das Auto ist gerade unter mir verreckt. Hallo? Tante Sandra? Bist du noch da? Kannst du mich nicht hören oder so? Du musst mir einen Abschleppdienst rufen. Verdammt nochmal. Irgendwas Radio anmachen? Irgendwas? Nee. Ich werde hier so lange bleiben, bis sich jemand entscheidet, hier rauszukommen, mir zu helfen. Oder ich muss den Rest des Weges laufen. Es wird nicht hell genug sein, damit ich hier im Dunkeln über die Straße komme. Ich bleib besser hier drin. Bis zum nächsten Morgen. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, ein Reh. Ich muss das Licht ausmachen. Ah, ich kann gleich viel besser sehen. Noch eins. Muss ich eigentlich... Nee, ich benutze nur die Maus. Okay. Es wird wirklich schnell dunkel jetzt. Keine Chance, dass ich die ganze Nacht wach bleibe, denke ich. Ich glaube, ich lege mich einfach ein bisschen hin. Zumindest für ein Weilchen. Uhr. Okay. Ach, müssen wir auf die Uhr gucken. 1:47. Was zum Teufel war das? Ich mag dieses Geräusch nicht. Nicht ein einziges bisschen. Weißt du, es mal so mit sehr beleibten Darstellern hat. Was auch immer es ist, ich behalte es. Ich halte es lieber im Wald. Achso. Was auch immer es ist besser für es, wenn es im Wald bleibt, wenn es weiß, was es gut für es ist. Und wenn nicht, habe ich etwas, um dafür bereit zu sein. Was hat sie denn da? Ach, eine Knarre. Okay. Oh, Reh, ey. Kann ich, ist das im Rückspiegel die Sicht, die ich habe? Sehe ich, wenn da was von hinten kommt?
Oder sehe ich das nicht im Spiegel? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Haben wir die Scheiben unten und schießen dann da durch? Wäre es nicht sicher, sicherer die Scheiben oben zu lassen und dann nur im Zweifelsfall zu schießen? Und was läuft da? Ist aber hoffentlich wieder nur ein Reh, oder? Ich kann nicht genau hören von. Da ist es. Ich habe ein bisschen Hunger. Ach du Scheiße. Was ist das? Noch ein Reh. Okay. Diese Geräusche. Aber der Cursor wird rot, wenn ich drauf halte. Kann es auch von oben kommen? Ich höre nichts mehr. Gut, man hört es, wenn es angelaufen kommt. Das ist ein Reh, würde ich sagen. Da, okay. Ja, die Schüsse müssen ja dann genau reichen. Ich darf nicht daneben schießen. Da kann ich noch mal nach. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch mal nachladen kann. Scheiße, ich habe noch nicht auf den Rückspiegel geachtet. Das ist ein Reh. Bin ich nervös. Da. Noch ein Reh. Okay. Da vorne ist es. Was? Ich glaube, ich habe total verschlafen. Da vorne steht es. Ich habe keinen Bock auf dieses Ding. Das wird nicht gut enden. Nächste Stunde werde ich nicht sicher sein. Wenn du einschläfst, drück Space, okay. Es ist ein Reh, okay. Mein Gott. Wie lange muss er durchhalten? Bis 6 Uhr morgens? Okay, das ist langsam gelaufen jetzt. Ich habe Space gedrückt, es ist nichts passiert. Okay, wir können hier einsteigen, das ist gut.
Scheiße. Nicht, dass das Spiel broken ist, ey. Man hat aber relativ lange Zeit, bis es einen angreift. Also zumindest war es jetzt in dem Moment eben so. Naja, lauf. Ja, man sieht es im Rückspiegel. Okay, du hast den Blick wirklich im Rückspiegel. Das ist gut. Das ist also wirklich eine Live-Ansicht. Viel zu nervös für solche Spiele. Da ist er. Verzieh dich. Er kann also auch immer woanders auftauchen. Ein Reh, okay. Ja, geh. Nicht, dass ich dir aus Versehen die Rübe wegschieße. Das wäre so voll das vegane Spiel, ne? Frag mich, ob der auch über mir auftauchen kann, aber bestimmt, weil sonst hätte ich ja die Glasscheibe nicht da oben. Wo? Oh, da. Ist ein Reh, okay? Verdammt nochmal. Ich werde hier wohl keinen Schlaf bekommen. Aber wenn ich einschlafe, wird es für mich hier nicht gut enden. Die nächsten paar Stunden werden nicht einfach werden. Tap space repeatedly to... okay. Ja. Okay. Mein Fehler. Okay. Was ist denn jetzt eben passiert? An das Dach da oben denken. Kann
ich nochmal nachladen? Sonst wäre das Spiel in 5 Minuten oder so zu Ende. Weil das okay wäre. Ich bin für solche Spiele viel zu nervös. Ich habe einen sehr nervösen Finger. Okay, das mit dem Wachbleiben klappt gut. Wenn man zwischen... Wach, 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 wach! Oh. Wäre besser, wenn man es mit rechts machen könnte. Was war das jetzt? Ich glaube, es war ein Reh. Ich war aber nicht sicher. Was ist da vorne? Erscheinen da irgendwelche Lichter? Mit wach, mit wach, mit wach, komm! Sieht so aus. Was ist das? Nein, 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 nein! Verdammt nochmal! Ich habe keinen Bock, das nochmal von vorne zu machen. Nein, 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 nein. Oh, scheiß Reh, ey. Bist du geistesgestört? Geh weg! Wach, 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 wach. Ich hab nur noch 2 Schuss. Was ist das? Ist das mein Rettungswagen? Einen Schuss habe ich noch. Das Klicke-Klicke tut mir voll leid, aber es wäre fies, wenn der jetzt ohne Geräusch irgendwo erscheint. Komm. Nein, 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 nein. Ach, darum kriegt der dich. Der macht den Kofferraum auf. Okay. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich kann nicht nachladen. Was mache ich jetzt? Was war das? Ich kann nicht mehr schießen. Ich muss ja schießen, wenn er kommt. Und ich habe nicht einmal daneben geschossen. Das weiß ich. Was waren das für Lichter? Vorne. Oder muss ich mit dem Schießen länger warten? Dass er seltener kommt? Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht mehr schießen. Ich kann nicht nachladen, nichts. Oh, es wird hell, es wird hell, es wird hell. Was waren das da hinten für Lichter? Da ist er. Geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ja, 6 Uhr bis 7 Uhr. 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 7 Uhr. Ich denke, es ist hell. Ich werde es versuchen, hier wegzukommen. Was für ein kleines, süßes Vehikel. Wumm, wumm. Ah, ja.
Vroom, vroom. Frau Absteuer. Ungeheuer. Wow, das war's. Oh mein Gott. Das war ja offensichtlich wirklich mal eins der leichteren Games. Du musstest halt nicht rausfinden, wie es funktioniert. Das war relativ offensichtlich. Schön, dass ihr hier wart. Es hat echt Spaß gemacht. Das ging jetzt 25 Minuten. Also, upsi, Verzeihung. Eigentlich 20. Wenn ich es nicht einmal vergeigt hätte. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage zu einem neuen Let's Play. Macht's gut. Bis dann. Lasst mich wissen, ob ich noch mehr Spiele von dem guten Mann spielen soll. Bye, bye.